Ein wesentlicher Vorteil der Elektromobilität ist eben, dass erheblich weniger Komponenten notwendig sind, um das Fahrzeug auszustatten. Viele Teile am Benzinmotor kennen wir nur von der Rechnung der Werkstatt. Ob mein Auto einen Vergaser hat oder eine Benzinpumpe oder eine Lichtmaschine, ist mir eigentlich egal. Aber ich kenne diese Teile. Ich weiß sogar ungefähr, was sie kosten bei meinem Auto. Wir versuchen, die Information in die Welt zu setzen, dass man doch bitte mal über 5 oder 10 Jahre die Gesamtkosten rechnet. Dann sieht ein Elektroauto nicht so schlecht aus. Die Total Cost of Ownership für 5 Jahre. Da ist ein Elektroauto schon nicht schlecht, weil da fällt vieles weg, was im Benzinbereich viele Kosten verursacht. Den Strom mache ich mit der Sonne. Das heißt also, ich brauche keinen Treibstoff zu kaufen. Wenn man sich heute die Benzinpreise anguckt, da kriegt man jedes Mal irgendwie Magenrummeln, wenn man daran vorbeifährt. Ich denke, die Kosteneffizienz ist immer das allererste Argument, auch wenn man so in Kundenumfragen reingeht, was dann schlussendlich den Kunden überzeugt. Also das ist ja das, was so ein bisschen gegenübergestellt wird. Wie lange dauert es, bis ein elektrisches Auto sich rentiert? Diese Rechnung stellen viele Leute gar nicht an. Also die kaufen ein Auto, also die geben irgendwelche irrwitzigen Summen aus, wenn sie das Auto kaufen. Aus irrwitzigen, sage ich mal, oder unvernünftigen Gründen. Warum soll der unvernünftige Grund nicht sein, dass Brad Pitt elektrisch fährt? Es ist notwendig, dass wir halt gemeinsam in dieser Durchdringung arbeiten und so jetzt den Leuten die Vorteile der Elektromobilität näher bringen. Wir müssen denen zeigen, dass das heute schon möglich ist und umsetzbar zu akzeptablen Preisen. Und da freuen wir uns, dass wir das Hand in Hand mit dem ESM machen können. Wir haben für jedes Unternehmen, die wollen gerne grün sein, aber sagen, aber es muss sich lohnen. Und wir machen da Berechnungen für jedes Unternehmen, bevor wir reingehen. Wie viele Autos brauchen Sie? Wie transportieren Sie jetzt Ihre Leute? Wie viel kostet das? Nehmen Sie viel Taxi? Gibt es eine gute öffentliche Verbindung? Da kann man relativ schnell herausfinden, wie viel spare ich, wenn wir so und so viele Leute gemeinsam so und so viele Autos drauf teilen. Ich brauche einfach deutlich weniger Energie, als ich es mit einem bisher für die meisten Menschen vertrauten Fahrzeug brauche. Ich brauche eben, und Energie, diesen Begriff muss man mal auch mit Zahlen und mit einer Einheit belegen. Energie heißt Kilowattstunden, nicht PS oder Liter, sondern Kilowattstunden. Und ein Elektrofahrzeug kann, wenn es leicht gebaut ist, mit 6, 7 Kilowattstunden 100 Kilometer fahren. Ein normaler Pkw, der eine Tonne wiegt, auch elektrisch, braucht 14, 15, 16 Kilowattstunden. Und ein Verbrennungsfahrzeug braucht, wenn es ein 3-Liter-Auto wäre, mal mindestens 24 Kilowattstunden. Wenn ich ein 6-Liter-Auto habe, braucht es 48 Kilowattstunden. Also ich habe Faktor 2, Faktor 3, Faktor 4 mehr Energieverbrauch für die gleichen 100 Kilometer. Für mich gibt es keine Alternative. Das nächste Auto ist wieder ein Elektroauto. Thank you.